Hallo und willkommen hier zu Yu-Gi-Oh! Opening. Ja, es ist ein bisschen zu spät, aber das macht nichts. Hier das Structure Deck Cyberst Link. Und zwar öffnen wir das mal das Ganze. Ich nehme es mal kurz hier weg. So, öffnen wir hier die Schachtel. Die ist ziemlich hartnäckig eigentlich. Na komm schon. Ja, und jetzt ist es gleich. Und. Geschafft. Gut, was ist alles hier drinnen? Natürlich eine Spielanleitung, das Spielfeld dazu mit der Deckliste hinten drauf. Dann ist natürlich die Hauptkomponente hier drinnen. Wenn ich es nicht zerstöre, ach, zerstören wir die Schachtel. Ist jetzt auch schon egal. So, hier ist das Deck mit Encodiersprecher drauf. Okay. Oh, und was man auch hier sieht, eine Duel Links-Werbung hinten drinnen als kleine Karte sozusagen. Jetzt muss ich noch Probleme da. Ah, okay, es ist doch einfacher als gedacht, hier das aufzumachen. So, aber jede Menge Plastik, was auf meinen Fingern kleben bleibt. So, und jetzt haben wir's. So, bitteschön. Encodiersprecher. Link 3. Falls es irgendwie scharf stellen kann. Ja, hier ist der Effekt. Einfach nur auf Pause drücken und selber lesen. Das ist leider nicht so gut wie Dekodiersprecher. Aber was soll man machen? Es ist immerhin ein Link-Monster. Aber benötigt zwei Cyberverse-Monster. Also, es ist schon ein bisschen eingeschränkter. Dafür, glaube ich, für Angriffe ziemlich gut. Gut, dann haben wir hier drei Gatterzauberer. Braucht zwei Monster außer Spielmarken. Ich versuche mal wieder da das irgendwie hinzubekommen. Ja, das ist zumindest ein Effekt mit gekreuzt linked. Je nachdem, wie viele mit ihm gekreuzt linked sind, er ist ja Link 3 und deswegen mit einmal gekreuzt linked. Dann da war. Mit der Kampfschaden verdoppelt in diese Karte zufügt. Zweimal gekreuzt linked ist eine Karte auf dem Spielfeld wählen, verbannen. Dreimal gekreuzt linked einen Effekt annullieren und die Karte verbannen. Aber das muss man mal zuerst schaffen. Dann binäre Zauberin. Binäre Zauberin hat auch wieder gekreuzt Link-Effekte mit 1 und 2, weil sie auch Link 2 ist nur. Also sehr gute Kombination mit drei Gatter-Zauberer. Aber dieses Monster braucht nur zwei Monster aus Spielmarken. Genau, der vorige braucht einfach nur zwei Monster aus Spielmarken, auch als Rezept sozusagen. Dann Duel Assemble Gewürm. Richtig cool eigentlich, das Artwork. 2800 Angriff, 1000 Verteidigung. Man kann es auch als Spezialbeschwörung beschwören, aber ihre ATK werden halbiert. Dafür muss man zwei andere Cyberspace-Monster von der Hand oder von der Spielseite verbannen. Und einmal pro Spielzug kann man eine Karte von der Hand verbannen. Verbanne ein Monster auf dem Spielfeld, dessen ATK kleiner oder gleich dieser Karte ist. Ja, nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Dann Signet Backdoor. Wähle ein Cyberspace-Monster, das du kontrollierst, verbanne es. Und falls du dies tust, füge deiner Hand ein Cyberspace-Monster von deinem Deck hinzu, dessen ATK kleiner als die Grund-ATK des Monsters sind. Während deiner nächsten Standby-Phase lege das durch diesen Effekt verbannte Monster aufs Spielfeld zurück und es kann in diesem Spielzug direkt angreifen. Du kannst nur ein Silent Backdoor pro Spielzug aktivieren. Ja. Es ist schon irgendwie gut, aber irgendwie auch, naja. Aber ein Cyberdeck, ich muss mir das mal genauer anschauen, die ganzen Cyberskarten, um ein Deck dahin zu machen auch noch. Okay, dann Digitron. Ein Stufe 2 normales Cyber-Monster. Dotscapper. Ah, schaut lieb, richtig cool aus. So ein Lego-Steinchen-Ding. Ich lese nicht jeden Effekt vor. Cleansect. Eine Ameise. Cleansect. Der Name hat irgendwie nichts damit zu tun. 1500 Angriff, 1500 Verteidigung. Ja, das sind die ganzen Cyber-Monster natürlich. Backlinker. Balancer Lord. 1700 Angriff.
Und man kann 1000 Lebenspunkte zahlen. Während der Mainphase kann man eine zusätzliche Normalbeschwörung oder Sätze machen von einem Cybers-Monster. Ja, das ist nicht so schlecht. Dann Rum Claudia, das ist wieder der Rahmenbock. Schaut zumindest so aus. Dann Boot Staffelhirsch. Der schaut eigentlich ziemlich cool aus von Artwork her. Cybers Zauberer, natürlich. Diese Karten, die was glaube ich jetzt kommen, haben wir ja ne, schon mal gesehen im letzten Booster Pack, im letzten Booster Set, was halt rausgekommen ist, was regulär diese große Booster Sets sind. Dazu auch Sneak Peeks gab und so. Da waren die alle dabei oder noch früher, oder ich weiß es nicht mehr. Dann noch Sicherungssekretärin, da kann man einfach halt Spezialbeschwörung beschwören, wenn man ein Cybersmonster hat. Stapelwiederbeleber. Starter Kommandant, man kann ein gegnerisches Monster zerstören, wenn man ein Cybersmonster, was man kontrolliert, als Boot anbietet. Gut, dann hier Tragödie, eine Handmonster-Beschwörungskarte, nenne ich es mal. Je nachdem, wie viel Kampfschaden man bekommt, hat sie so und so viel Angriff und Verteidigung. Ja, nicht so schlecht eigentlich. Dann ein Beschwörermonch. Man kann eine Zauberkarte abwerfen, eine Stufe 4 Monster Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Und er wird einfach in die Verteidigungsposition dann geswitcht, wenn ein Angriff ist. Dann Kartenkavallerist. Auch immer gut. Wenn er zerstört wird, auf eine Karte ziehen. Ansonsten kann man auch drei Karten vom Deck einfach weglegen auf dem Friedhof. Trümmerdrache. Ein Empfängermonster. Ich weiß nicht, warum das jetzt eigentlich da drinnen ist. Aber es kann wahrscheinlich einfach auch ein Monster Spezialbeschwörung beschwören, oder? Mit, ja, genau, mit 500 oder weniger Angriff. Der Mathematiker. Das ist mal wieder eine gute Karte da drinnen. Man kann einfach ein Monster der Stufe 4 oder niedriger vom Deck auf den Friedhof legen. Und wenn die auch durch einen Kampf oder Karte zerstört wird, auf den Friedhof gelegt wird, darf man auch eine Karte ziehen. Das ist auch eine richtig gute Karte. Kranichkran. Auch wieder ein bisschen Spezialbeschwören. Dann Magier des Glaubens, um eine Zauberkarte wieder in die Hand zu holen. Oh, das ist mal richtig cool mit anzusehen. Hier Narrenkonfit. Das ist für die Lyriklieder. Vögel ziemlich gut, weil das auch an Stufe 1 ist. Man kann ihn einfach als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wow, okay, aufblühende Blumenzwiebeln. Noch ein guter Reprint. Einfach ein Empfängermonster, Pflanze noch dazu. Man kann es vom Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Aber man kann es einmal pro Duell verwenden. Oh, das macht nichts. Das ist cool. Kinkabio. Nochmal für Lyrikliedervögel. Stufe 1. Kann einfach ein anderes Stufe 1 Monster wieder Spezialbeschwörung beschwören. Und das ist ein Spirit. Das kommt wieder am Ende des Zuges in die Hand zurück. Das ist nicht schlecht. Hier die ganz kleine Katze, die. Und der Riesenschatten. Seelnass. Kann man immer wieder gut gebrauchen. Mischwiedergeburt. Ich weiß nicht. Ist irgendwie gut. Irgendwie auch nicht so. DDR-Reinkarnation aus einer anderen Dimension. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Goldsackerfahrt, den kann man immer wieder gebrauchen. Überhaupt mit Kombination mit Gesicht des Todes oder riesiger Rex. Ja, dann Gedankenkontrolle, schon lange nicht mehr gesehen. Eigentlich ziemlich gut, weil man kann sie jetzt für Link-Monster auch benutzen. Oder Exceed-Monster und so weiter. Aber nicht so schlecht. Wählt halt natürlich. Oh, okay. Kosmo-Zyklon. 1000 Lebenspunkte zahlen, eine Zauber- oder Fangkarte auf dem Spielfeld verbannen. Das ist gut. Mondspiegelschild. Das sind ja die heftigsten Reprints da drinnen. Okay, der Müll macht sich da gerade wieder selbstständig. Okay, so. Mondspiegelschild. Ziemlich gute Ausrüstungskarte. Man ist immer stärker als der Gegner eigentlich. Das ist sehr heftig, das wegzubekommen. Außerdem, wenn es zerstört wird, dann darf man ja auch noch. Diese Karte, also mit 500 Lebenspunkten zahlen, diese Karte unten oder aufs Deck legen. Also, Wow, bist du? Wieder eine Karte für die Lyrikliedervögel. Einfach Stufe 1 Monster suchen. Lebendig rekodiert. Wähle ein Cybers Link Monster mit Link 3, das du kontrollierst oder das sich in deinem Friedhof befindet. Verbanne es und falls du dies tust, beschwöre ein Kodiersprecher Monster als Spezialbeschwörung von deinem Extra Deck. Falls du keine Monster in der extra Monsterzone kontrollierst. Du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen und dann eins deiner verbannten Kodiersprechermonster wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Das ist cool. Mit Dekodiersprecher und Enkodiersprecher eine ziemlich gute Kombi.
Einfach so, man kann sie auch im Friedhof ja auch noch aktivieren und so. Ist wirklich gut. Muss ich eigentlich schon sagen. So ein Instant Monster, Link Monster. Link 3 Monster. Dann wundersames Erwachen. Einfach nur Spezialbeschwörung, wenn es noch im Kampf zerstört wird. Machtvolle Wiedergeburt. Ein Monster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung beschwören. Und das wird dann Stufe 5 und bekommt auch noch 100 Angriff. Und Verteidigung dazu. Und dann voreilige Rückkehr. Dann kann ein verbanntes Monster als Spezialbeschwörung verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Sumpfspiegler. Sumpfspiegler ist auch nicht so schlecht. Man kann ein Monster, ein normales Monster damit beschwören, die Eigenschaft dann selber deklarieren. Okay. Quantenkatze ist dasselbe. Nicht so schlecht. Ah, stürmische Spiegelkraft. Das finde ich mal auch gut. Stürmische Spiegelkraft hier, wenn der Gegner einen Angriff deklariert, alle Monster, die Gegner in Angriffsposition auf die Hand zurückschicken. Nicht so schlecht. Zielt er natürlich nicht. Zerstört auch nicht. Also ist so ein gut. Dimensionsbarriere. Ein Common Dimensionsbarriere. Jetzt natürlich ja, Ritualfusion Synkroxid oder Pendel. Einfach die Effekte annullieren. Kann auch nicht als Spezialbeschwörer. Oder? Nein, kann es auch nicht mal Spezialbeschwörung beschwören, genau. Und die Effekte annullieren aller Monster des Typs, solange sie auf dem Spielfeld liegen. Aber man kann sie nur einmal pro Spiel aktivieren, aber ist ja klar, man braucht sie ja nicht mehrmals. Das ist sehr gut, sehr gut. Und die letzte Karte, Geister der Vergangenheit. Okay, das Artwork ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kann zwei Monster auf dem Friedhof verbannen und dann ein Monster in Angriffsposition auf dem Spielfeld wählen. Und die ATK werden bis zum Ende dieses Spielzugs zu 0. Okay. Kann man in Kombination eigentlich mit Karten der Wiedergeburt oder sowas machen, damit man wieder 5 Karten ziehen kann. Und hier eine ja, Werbung zu Duel Links. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass so. Man könnte das ja eigentlich als Spielmarke hier benutzen. Das finde ich cool. Ja, das war's. Das ist das Deck. Jede Menge gute Reprints. Überhaupt die Dimensionsbarriere, stürmische Spiegelkraft. Dann noch ein paar extra Kleinigkeiten dazu. Lebendig rekrutiert ist eine sehr gute neue Karte. Mondspiegelschild, Kosmozyklon ist sehr gut. Seelen, das kann man immer brauchen. Kinkabü, Narrenkonflikt, aufblühende Blumenzwiebel, alles sehr gut. Der Mathematiker. Dann jede Menge neue Cyberskarten auch. Sowie auch da die drei Link-Monster, Binäre Zauberin, drei Gatterzauberer und Enkodiersprecher, die jetzt nicht so extrem heftig sind, aber gut genug sind. Ja, für das, dass so viele Reprints da drinnen sind und zu einem billigen Preis sozusagen. Das war's und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like hier, schreibt in den Kommentaren, was ihr noch sehen wollt. Schreibt in den Kommentaren, was für Verbesserungsvorschläge ihr habt. Und schreibt in den Kommentaren, welches Deck ihr vielleicht sehen wollt. Vielleicht habe ich es sogar schon gemacht. Vielleicht werde ich es machen. Und dazu dann ein Deckprofil. Und jetzt noch kurz warten, innehalten, realisieren, dass wir so viele Reprints gehabt haben. Und bis zum nächsten Mal bei Yu-Gi-Oh!